Leute, erstmal Entschuldigung, dass ich so lange kein Video mehr auf dem Kanal hochgeladen habe. Leute, ich glaube, ja, ab heute 5 Tage oder doch, ich glaube 5 Tage habe ich das Video hochgeladen. Das weiß, Leute, ich habe auch die letzten Tage selbst Video hochgeladen, Alter. Davor hatte ich 3 Tage, glaube ich, das Video hochgeladen, als ich das Video hochgeladen habe, wo die Drohne über Wednesday überwacht. Aber Leute, ich muss es jetzt was sagen, es gibt eine krasse Neuigkeit. Gerade eben hat Wednesday mich angerufen, wirklich, die hat mich angerufen, ich habe abgenommen, aber dann hat sie auf einmal aufgelegt, wirklich, sie hat einfach so aufgelegt dann. Also Leute, ich verstehe es einfach nicht. Halt wirklich. Hier, wenn ich hier auch auf das Anrufmenü gehe, dann kann ich ja sehen, verpasster Anruf. Aber Leute, ich frage mich jetzt natürlich, warum hat die mich angerufen? Leute, was wollte sie von mir? Was meint ihr? Was wollte Wednesday von mir? Warum hat mich Wednesday Adams angerufen? Leute, was oder sollen wir sie vielleicht zurückrufen? Oder sollen wir mal versuchen, irgendwie sie zurückzurufen? Ich kann ja. Doch, ich versuche mal. Ich. So, Leute, hier und jetzt. Oder nee, weiß nicht, sollen wir Sprachanruf machen oder Videoanruf oder nee. Ich glaube, wir machen erstmal Sprachanruf, oder? Vielleicht wechseln wir dann später im Anruf auf Videoanruf. Leute, mal schauen. So, Leute, es klingelt. Mal schauen, ob es hier rangeht. Hier seht ihr, Leute, hier. Ihr seht schon mal Klingel. Also, es ist wirklich, es hier klingelt da und nicht Anruf. Weil, wenn der Anruf steht, dann heißt es halt, dass der Anruf halt nicht losgesetzt wird. Also, dass es bei der Person halt eben nicht klingelt. Also, ihr wisst ja, was ich meine. Oder ich denke, ihr wisst, was ich meine. Okay, Leute, klingelt. Okay, Leute, komm, mal schauen, ob sie uns lange warten lässt oder ob sie schnell dran geht, so wie die Leute, die wir sonst immer auf FaceTime angerufen haben, kann auch sein, dass sie besonders schnell dran geht oder sie uns halt eben besonders lang warten lässt, Karl. Maximal bis 2 Minuten wird klingelt das ja so bei bis halt bei WhatsApp. Okay, ist sie klingelt immer noch und warte, Anruf abgelehnt? Hä? Sie hat einfach abgelehnt? Oder warte, möchte sie vielleicht nicht telefonieren? Ist sie vielleicht zu müde zu telefonieren oder ist sie nicht in der Laune zu telefonieren? Leute, kann ja auch sein, warum ist sie nicht dran gegangen? Und Leute, dann habe ich eine andere Idee. Dann, oder wir schreiben mir über WhatsApp, dann schreiben wir ihr halt, warum sie mich angerufen hat. So, dann gehe ich hier auf WhatsApp so und schreibe, warum hast du mich angerufen? So, und Fragezeichen, dass sie weiß, dass es eine Frage ist. So, nachher ist es abgesendet. Okay, sie ist auch gerade online. Also, da steht online. Okay, und sie schreibt, das geht euch nichts an, hä? Alter, warum ist dieser Sache? Warum schreibt ihr in Großbuchstaben, dass es nichts angeht? Und einfach dann noch mit so einem Ausrufezeichen. Ich verstehe nicht, warum, wie kann man so sauber sein? Ich schreibe mal so, hä? Weil, wenn es nichts angeht, warum hast du denn überhaupt angerufen? Ich schreibe mal so, von wegen, warum hast du uns dann überhaupt angerufen? Fragezeichen, weil, oder, Leute, was, weil sie ruft uns an und dann. Und dann gehen wir nicht, also dann nehmen wir an, sie legt auf und jetzt frage ich sie, warum sie angerufen hat und dann sagt sie auch immer, dass uns nichts angeht, weil eigentlich geht es uns ja sehr wohl was an, weil sie hat mich wirklich angerufen, Leute, so dann geht es mich ja was an, warum sie mich angerufen hat, ja, also Leute, also wirklich, ich verstehe ihre Logik nicht, okay, also, oder warte, da hat die mich aus Versehen angerufen, ja doch, vielleicht hat die mich ja wirklich aus Versehen angerufen. Aus Versehen angerufen, also vielleicht wollte mich ja gar nicht anrufen, vielleicht wollte ihr irgendjemand anderen anrufen, vielleicht irgendein Freund oder eine Freundin oder ihren Bruder oder keine Ahnung, ihre Vater, ihre Mutter, keine Ahnung wen. Oder er schreibt dann nochmal so hinterher, oder hast du aus Versehen angerufen? Fragezeichen. Okay, Leute, mal schauen, was sie jetzt schreibt. Okay, sie schreibt, ich hoffe, sie beruhigt sich jetzt mal wieder nicht, dass sie jetzt wieder hier so aggro schreibt, so wie sie es ja gerade eben getan hat. Okay, sie schreibt, ja, hab ich. Ich schreibe dann mal okay, weil dann, wenn sie okay, dann hat sich das erledigt. Dieser ganze Konflikt hat sich jetzt ja erledigt und auch dieses Missverständnis. Weil wenn, ja, dann hat sie wahrscheinlich auch deswegen aufgelegt, als ich dran war, weil sie mich aus Versehen angerufen hat. Ja, gut, Leute, dann, wie gesagt, dann hätten wir das ja schneller geklärt als gedacht eigentlich. Warte, oh, sie schreibt noch was? Hä? Wer schreibt denn jetzt noch? Was sagt ihr denn jetzt noch? Will die jetzt vertragen oder keine Ahnung? Oder ist sie vielleicht sauer, weil wir sie in der letzten Folge mit der Drohne überwacht haben? Oh Mann, Leute. Warte mal, sie schreibt. Warte, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Oh nein. Nee, sag nicht, es ist jetzt irgendeine kranke Scheiße. Es ist jetzt irgend sowas gefährliches wie damals mit dem Game Master. Nee. Ich schreibe, komm, ich lasse mich jetzt endlich drauf ein. Ich will jetzt ja nicht sofort urteilhaft sein, deswegen ich schreibe erstmal was denn und wenn es irgendwas Krankes ist, also noch kann ich es ja früh genug beenden, weil noch bin ich da ja nicht so tief reingeraten, Leute. Ich schreibe mal, was denn für eine. So, okay, sie hat's gelesen.
Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was sie schreibt. Also, was sie für eine Aufgabe für uns hat. Okay, Leute, sie schreibt. Oh mein Gott. Leute, hoffentlich wird es nichts allzu Schlimmes und auch nichts allzu Krasses oder allzu Schwieriges, Leute. Weil echt, da hat wirklich, da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf. Also wirklich so gar nicht, Leute. Okay, Leute, sie hat geschrieben. Warte, was? Ich habe ein Geschenk für euch versteckt. Also sie hat für uns ein Geschenk versteckt. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Also Leute, was hat sie versteckt für uns? Oder was genau ist, also sie schreibt, sie hätten ein Geschenk versteckt. Aber Leute, was hat sie für eins versteckt? Ich schreibe dann einfach mal so, was für eins? So, okay Leute, jetzt bin ich gespannt, was sie schreibt. Leute, was meint ihr? Was könnte sie wohl für ein Geschenk versteckt haben? Also was für ein Geschenk und wo? Also an welchem Ort? Weil wir müssen ja einen genauen Ort wissen, damit wir halt auch wissen, wo wir suchen. Wo wir suchen müssen halt. Okay, Leute, sie schreibt, okay, Leute, komm, ich hoffe vielleicht hier im Haus, weil nicht, das ist jetzt noch allzu schwierig, Leute, ihr seht, es ist schon fast 3 Uhr nachts, also es ist halt schon sehr spät eigentlich, also wo ich das hier aufnehme oder, also jetzt nicht genau 3 Uhr nachts, aber schon, es geht halt so in Richtung 3 Uhr nachts zu. Okay, sie hat geschrieben, hier im Haus, okay, Gott sei Dank, also da ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen, also hat sie hier im Haus das Geschenk versteckt, dann brauchen wir also nicht so lange suchen, ne? Okay, dann schreibe ich mal. Okay, dann bis später, weil ich schreibe es bis später, weil Leute, ich habe jetzt ja keine Zeit mit ihr zu schreiben, weil meine Aufgabe ist es jetzt, ihr Geschenk oder Hinweis oder was auch immer das ist, was auch immer der Inhalt des Geschenks sein wird oder was halt das Geschenk auch immer beinhalten wird. Das werden wir jetzt sehr erfahren, Leute, weil ich werde mich jetzt auf die Suche nach dem Geschenk machen. Ja, okay, Leute, ansonsten hätte ich sagen, also irgendwo im Haus, also ich würde sagen, wir starten hier im Zimmer, weil ich ja hier im Zimmer auch gerade die meiste Zeit bin, weil das ja. Ich bin ja die meiste Zeit, jetzt gerade bin ich auch ja. Also als ich mit ihr geschrieben habe, war ich auch die ganze Zeit hier in diesem Zimmer. Okay, Leute, dann gucken wir mal vielleicht hier hinterm Vorhang. Oder vielleicht hier hinterm Stuhl. Leute, komm, wir gucken mal hinterm Stuhl. Leute, hier hinter. Nee, das ist hier hinter ist nichts. Ich glaube, hier ist nur ein Kissen. Oder Leute, ich jetzt sagen. Oder vielleicht unterm Bett. Oder aber könnte das Geschenk denn noch überall sein? Oder, nee, oder warte doch, da ist was unterm Bett. Also, ich glaube, ich sehe da was. Ich habe einen Stock im Zimmer, also im Zimmer gegenüber. Dann hole ich jetzt mal das Geschenk damit zu holen. So, okay, Licht an, Leute. Okay, da ist der Stock. Leute, seht ihr hier diesen alten Stock, diesen Staubsaugerstock, meine ich. Leute, seht ihr das? Wirklich, der ist, glaube ich, sogar größer als ich, oder? Nee, nicht. Aber fast so groß, oder? Nee, warte, wenn ich ihn so hinstelle. Nee, es ist ja, glaube ich, genauso groß. Oder vielleicht auch ein bisschen kleiner, keine Ahnung. Und Leute, der ist halt auf jeden Fall groß genug, um das Geschenk, was da unterm Bett ist, rauszufischen. So, Tür zu am besten. So, und Leute, dann holen wir das Geschenk hier mal raus unterm Bett. Und, oh mein Gott, der hat hier... Okay, Leute, holen wir es mal hier vor. Und Leute, okay, was ist das? Okay, was ist das Geschenk? Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was das Geschenk oder der Hinweis ist. Da steht auch drauf für Nebio und Forky. Und auf der Rückseite steht drauf Wednesday Adams. Also so ganz in Großbuchstaben geschrieben, wie die WhatsApp-Nachricht am Anfang der Folge, die sie geschrieben hat. Okay, egal, Leute, wir machen es mal auf. Warte, was steht da drin? Da steht Hallo Nebio und Hallo Forky. Ich bin immer noch sehr sauer, weil ihr mich das letzte Mal mit der Drohne überwacht habt, als ich meinen Freiraum brauchte. Was? Was ist denn das hier für eine Nachricht? Deswegen wird das Konsequenzen haben. Warte, also das wird Konsequenzen haben, oder wie? Aber wann oder was für Konsequenzen? Weil das steht ja nicht. Müssen wir irgendwas essen? Müssen wir Steine essen oder was? Müssen wir für eine Challenge machen, weil ich meine, der Game Master hat immer vorher gesagt, was wir für eine Bestrafung machen müssen. Und sie sagt es irgendwie nicht. Ja, aber ich meine, die ist ja auch anders. Die tickt ja auch ganz anders als der Game Master. Naja, Leute, also Game Master, halt auch Gamey, wie wir ihn ja meistens nennen. Ja, okay, Leute. Also Leute, mehr steht ja, glaube ich, nicht, oder? Steht auf der Rückseite noch irgendwas? Nee, also steht, also keine Ahnung, sie will wohl zu uns kommen irgendwie, aber wann hat sie nicht geschrieben? Vielleicht jeden Moment, weil Leute, wir wissen ja, dass sie uns teleportieren kann. Sie kann sich teleportieren. Ach so, Leute, und apropos teleportieren, ich habe, wenn man sagen kann, ey, Wookie Game Master, vorhin endlich wieder ein Video hochgeladen, also nach langem.
Nach einem Monat und 5 Tagen habe ich dir wieder ein Video hochgeladen. Leute, das letzte Video war ja im Dezember. Also noch letztes Jahr, im Jahr 2022. Im Jahr 2023 habe ich dann noch kein neues Video hochgeladen. Aber Leute, ab heute habe ich ein Video hochgeladen, wo ich auch Wednesday Addams mit der Drohne überwacht habe. Also insgesamt habe ich sie jetzt schon viermal mit der Drohne überwacht. Also einmal, also dreimal auf dem Kanal und jetzt einmal auf meinem zweiten Kanal. Also Leute, vielleicht meint sie ja das, weil das ist ja noch relativ aktuell. Das habe ich ja heute gedreht. Also so vor, ja, vor einer Stunde eigentlich, so ungefähr. Ja, ansonsten Leute, also schaut euch das Video gerne an. Ist halt auf jeden Fall auch krass geworden. Wir haben sie gesehen, also sie, bei so einem Fußballfeld, also da war halt gegenüber so ein Spielplatz, wo halt dieser Fußballplatz war oder Fußballplatz oder Feld, wie auch immer. Aber naja, Leute, ist ja jetzt egal. Egal, weil wir gucken mal, ob da Wednesday schon ist. Also ich guck mal durch den Twitch-Welt, ob ich Wednesday schon sehen kann. Oh mein Gott, ja. Sie steht da. Yes, die kommt immer einfach so und auch immer so schnell. Wirklich, die ist schneller als sonst irgendwas. Die ist schneller als der Blitz. Und wirklich, Leute, die kommt immer so schnell. Wenn man zu erkennen lässt, die auch irgendwie so schnell erschienen. Da ist sie einfach hier im Schrank erschienen. Die ist einfach gespawnt in meinem Schrank. Ey, Leute, egal. Oder sollen wir die Tür aufmachen? Oder ich hoffe, sie wird es nichts tun. Oder weiß ich, sie hat... Oder nee, in ihrem Briefstein, sie ist noch sauer. Dann wird sie uns bestimmt irgendwas tun wollen. Deswegen, ich hol mir jetzt mal hier diese Staubsaugerstange oder was auch immer das für ein Gerät ist. Hol ich mir mal, mach die Tür auf. Aber Leute, das, wenn ich die habe, dann kann ich ihr das irgendwie in den Bauch rammen. Also so als Notwehr natürlich. Wenn sie mir nichts macht, dann mache ich sie natürlich auch nichts. So wisst ihr, wie Fliegen oder wie Wespen, die stellen dann auch erst, wenn man ihnen was macht. Okay, Leute, ich mach die Tür mal auf und... Hey, Wednesday, oh mein Gott. Leute, da ist sie ja...